ja, eben, das ist das Problem daran, ne? Was geht das denn los hier bei euch? Thank you.
Ganz wichtig. So. Den zweiten Platz erreicht.
Man sieht hier alle Rüdinger Jungs. Einer aus Kinoan hat den ersten Platz gemacht. Ganz große Klasse, Philipp Schitte. Schön auch, dass du das Deckel der Klose. Jetzt kommen wir zu den Schüler A. Doppel auf wieder zwei dritte Plätze. Pascal Kuschkowitz und Julian Rendelmann. Mein Team hier vom TDC, wunderbar, Dankeschön.
aufgerufen werde. Dort sind die Spiele an der Wand geklebt, das heißt die Gruppeneinteilung und so weiter sind dort. Und alles andere ist an den Bildschirmen zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen sehr, sehr guten Aufenthalt. Viel Spaß und den Erfolg, den ihr jeder wünscht. Dankeschön. Kommen wir zu den Herren. Tisch 1, Kloppenburg, Trauber. Entschuldigung. Tisch 2, Förster gegen Wegmeier. Tisch 5, Wösche gegen Franzus. Tisch 6, Winkelmann gegen Graubaum. Tisch 7, Wiechmann gegen Preisler. Tisch 8, Jung gegen Schmidt. Tisch 9, Hense gegen Neuhoff. Tisch 10, Appe gegen Helbig. Welcher? Helbig R, höre ich gerade. Tisch 11, Helbig Philipp gegen Raumann Jan. Tisch 12, Melhoff gegen Meinecke. Viel Spaß. Thomas. Thank you.
Super. Nicht die Frisur kaputt machen. Nee, wir machen nochmal Gemeinschaftsfoto. So, zweiten Platz belegte Jennifer Kaufmann. Thank you.
erstmal die Ladies. Entschuldigung. Erstmal die Frau. So, dann kommt die Frau. Genau. So. Ja? Alles? Kurzfristig beim Bratwurst ist sie dazu entschlossen, das zu spielen. Super. Ja. Und den zweiten Platz erreichte Jennifer Kaufmann und Dina Fantus. Siegerehrung müsst ihr nochmal wiederholen. So, jetzt geht's weiter mit Herrn Doppel. Willi, jetzt bist du gleich dran. Nee, nein, alles gut. Ja, ich erzähl mir nach. Nee, das war jetzt nicht ganz richtig. Den dritten Platz erreichten Malte Reisler und Willi Wiechmann. Aber andersrum machen wir es natürlich.
Wir wünschen, dass ihr gut nach Hause kommt, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Bleibt eine gute Erinnerung für uns und dann sind wir zufrieden für die Tour. Zwei Worte möchte ich auch noch loswerden. Ich möchte mich im Namen des Kreisverbandes ganz herzlich beim TTC Warenholz für die ganz hervorragende Ausrichtung hier bedanken. Wir haben drei wunderbare Tage hier verleben dürfen in der Halle. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir wieder solche kompetenten Ausrichter finden. Besser kann man sich das also nicht wünschen. Die Beteiligung, die lässt sich immer noch steigern, das ist klar. Aber einen besseren Durchführer können wir nicht finden. Danke.